Ach herrje, muss ich das selber steuern? Oh scheiße. Wow. Welches Auto ist denn ihrs? Pass auf die Bum-Bum-Brüder auf, Mo. Ja, auf die Bum-Bum-Brüder. Hat das Ding auch rückwärts? Ja. Okay. Der blaue ist es also nicht. Ben, was machst du denn? Komm hier rüber und ramm mich. Ja, ich versuch das ja. Du bist dann also auch nicht... Also, dann bist du gelb, hä? Huh? Bist du gelb? Weil das die beiden, die greifen mich ja ewig an. Der blaue lässt mich aber gar nicht zu dem gelben. Ja, ist ja gut, Junge. Beruhig dich mal. Scheiße. Da ist ja auch noch ein grüner. Okay, ist das der grüne vielleicht? Nee, glaube ich nicht. Weil sonst wären die beiden nicht hier direkt. Aber ich versuch's mal. Ist nicht so leicht, wie es vielleicht scheint. Ben, ich kann den anderen Autos nicht ewig ausweichen. Du weißt ja, also ist es nicht der grüne, oder? Ist es nicht der grüne. Ist der gelbe? Weil sie sagte ja jetzt den ausweichen. Ich komme nicht an dem vorbei. Moment. Kann ich hier irgendwie... Ist das eine Rampe? Kann ich hier rüber? Jetzt habe ich mich festgefahren. Da. Hui. Nee, ging nicht so gut. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen, bitte? Hallo, lass mich doch mal. Ich will doch nur den gelben rammen. Oh Gott, schön hier. Das ist ein bisschen... Nee, das funktioniert nicht. Und wenn ich den hier, kann ich den hier hin locken? Oh Leute. So, da komme ich rüber. Der Wagen ist verreckt, als ich drauf gelandet bin. Scheiße. Als hätten die Jungs einen Glasschaden. Ach, den habe ich ausgeschaltet. Gut. Da muss ich auf den anderen wohl auch landen. Aber hier, diese Rampe ist so ein bisschen buggy. Ne, das geht nicht. Versuch's nochmal. Ich komme hier nie so gut auf die Rampe. Ne, da pufft er einfach nur so weg. Ich komme nicht an den gelben ran. Komme ich nie hin. Der haut mich immer sofort weg. Der Grüne tanzt da für sich alleine, hä? Ja, vielleicht könntest du einfach mal da rauskommen, Perle. Wäre vielleicht einfacher. Ich komm... So, jetzt. Und? Ne, geht auch nicht. Der steht immer dann direkt da mit der Motorhaube. Komm da oben auch nicht rum. Und dann fährt er halt rückwärts, ist auch eine Möglichkeit. Gott, wie soll ich das denn schaffen hier?
Wie schafft die das eigentlich, die ganze Zeit so im Kreis zu fahren? Geht nicht. Ich komme echt nicht an die ran. Vielleicht kann ich den grünen benutzen. Ne, der bleibt da unten immer. Da ist der blaue schon wieder. Mal rückwärts auf die Rampe vielleicht. Die ist echt buggy. Ich komm. Auch nicht. Mm-mm. Das ist echt nicht schön. Die kommt aber auch nicht raus, ne? Hängt man hier schon wieder fest, ey. Das ist so, gibt's da gar nicht. Kann ich den denn irgendwie da hinschieben? Kann ich den dazwischen schieben irgendwie? Haha. So, jetzt. Eine Explosion. Ich kann auch keine überleben. Yes. Ich habe einen Unfall gebaut. Yeah. Was ist das? Es ist der unbekannte Rächer und er steht in Flammen. Los, einen riesigen Applaus, Leute. Das sieht sehr schmerzhaft aus. Wir sollten ihn wirklich sofort löschen. Aber was für eine Show, ha? Huh? Ach, scheiße. Nun ja, sollten wir ihn nicht löschen? Was meint ihr? Raus hier. Okay. Das ist der Weg nach draußen, aber ich komme nicht durch diese Tür. Er ist Leifer und Fackel in einem Leuchten. Scheiße. Auto. Hey, Leute, sieht so aus, als würde die Party ein bisschen außer Kontrolle geraten. Das Stadion scheint Feuer zu fangen. Aber bleibt einfach alle ruhig. No. Und ah, ihr habt recht. Das Derby ist vorbei. Rennt um euer Leben. Yay. Na, endlich. Und jetzt zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es noch leuchtet. Sieh nur, wie er läuft. Jetzt aber komm ab nach draußen, oder? Hä? Oh, scheiße. Kann ich nicht. Kann ich da drauf? Nun, und jetzt? Hier, durchs Feuer. Hier, durchs Feuer, los. Versteck dich in den Flammen. Oh, Tatsache, ist der blöd. Was ist passiert? Habt ihr ihn erwischt? Endlich haben wir ihn erwischt, Bowles. Das bedeutet, Rip Burger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. Seltsamer Geruch. Was ist das, die Temperaturanzeige?
Nun... Andererseits habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. Zeit für die Aktionärsversammlung. Wo ist die Hardtail? Auf dem Boden verteilt, Mr. Recher. Was? Wo ist die tief sentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Natürlich vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Okay, also Motorrad, was sie eigentlich haben wollten, ist jetzt platt. Und ja, was für ein Schlüssel denn? Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Was ist so Wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Aha, so, gut, also wir wissen jetzt, wir haben einen geheimen Eingang. Wie kommen wir denn dahin? Wie finde ich den geheimen Durchgang? Nun ja, es ist ein bisschen knifflig. Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Aha, okay, ja, die Messgeräte haben wir ja schon gesehen. Und man soll an der richtigen Stelle treten. Woher weiß ich das? Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe, dann ging diese verrückte Tür auf. Okay, also wir müssen da einen Riss in der Wand finden und dann vor die Wand treten, alles klar. So, mal ganz nebenbei, wie geht's denn eigentlich? Wie war der Flug? Naja, irgendwas ist explodiert, als es losging und ich bin in einem Minenfeld gelandet. Aber abgesehen davon lief alles prima. Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Das ist die ganz große Liebe, ne? Er hat sich überhaupt nicht so interessiert, wie es ihr geht. So, zweite Frage erst. Sie ja überhaupt nicht gefragt. Super. So, stimmt, da war ja auch noch diese Zeit. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Ja, wir haben dir echt eine spannende Lektion erteilt. Supi. Ja, das ist auch noch eine gute Frage. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein C330 Großmoll-Jumbo-Transporter für Industriegüter. Den haben wir wieder aufgemöbelt. Wir wollen ihn wieder ans Rollen bringen, dann können wir ihn zu Biker-Rallys mitnehmen. Ihr wollt versuchen, mit dem Ding rumzufliegen? Rollen, Ben. Rollen. Dieses Baby hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Das fliegt nicht mehr. Okay. Ja gut, dann werde ich mal sehen, was ich tun sehen, kann. Was ich tun kann. Ja, ist gut. Sehr gut. Helfen können wir der ja wohl nicht. Gibt's hier noch irgendwas Spannendes? Teile. Ach du Scheiße. Hä? Oh. Okay. Okay, hier kann man überall noch was aufmachen. Sonst noch irgendwo? Ich wollte die noch nicht verlassen. So, sind die Zahlen irgendwie wichtig? Muss man sich die merken? 1, 2, 7 oder braucht die oder... Kommt das später erst, dass wir die irgendwie in der richtigen Reihenfolge mit der zusammensetzen oder so? Ich weiß nicht. Okay, sonst noch irgendwas hier? Das waren die Teile. Hier war nichts.
Oben ist auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal. Dann gucken wir mal, ob wir diesen... Ich will sie nicht. Zeig sie jemand Wichtigen, wenn du Gelegenheit dazu hast. Ja, ja, mach ich. Mach ich. Die Fotos. Ach so, von dem Mord, ne? Also, das sind ja Beweismittel, dass er nicht schuld ist. So, und wo war jetzt nochmal der Hintereingang? Der war hier, ne? Zu den Messgeräten, so. Jetzt sind die Messgeräte auf Null. Hier ist ein Riss. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Wand. Ach nee, auf Augenhöhe muss der Riss sein. Also hier. Hier ist ein Riss. Aber hier kann ich die Wand nicht anklicken. Hä? Ja, hier sind ja überall Risse. Will nicht auch noch das Elektrizitätswerk am Hals haben? Ja, das wissen wir ja schon. Hier ist zum Beispiel ein Riss. Aber hier haben wir keine Wand. Hä? Doch, hier haben wir Wand. Jetzt müssen wir wieder warten, bis alles auf Null steht. Ich denke mal, wenn es aufhört zu tackeln. Jetzt. Ich nehme das hier auseinander, wenn ich mal mehr Zeit habe. Na toll. Hä? Aber da ist doch ein Riss. Die ist versiegelt. Ach nee, treten, ne? Treten. Nicht greifen oder so. So, nochmal. Okay, das hat nichts gebracht. Hier sind auch noch Risse auf Augenhöhe. Hier kann ich die... Doch, hier kann ich auch... Ah, schnell treten. Hier vorne ist noch einer. Auch nicht. Der Riss? Nee, da gehen wir ja schon wieder raus. Hier vorne, hier ist ein Riss. Warte mal, weil sie war ja klein, ne? Dann hatte sie wahrscheinlich das hier vor Augenhöhe. Ne. Keine Ahnung. Hä? Sie sagte irgendwas, sie war 6 Jahre. Das heißt, sie hatte hier ungefähr, wenn er jetzt so groß ist, war sie so groß. Da muss das doch hier der Riss, dieser Riss hier sein. Kann das hier? Hier sieht so aus, als ob... Da ist so ein Stein. Jetzt. Toll. Der hat geleuchtet. Aber mal ganz ehrlich, die hätten nicht so viele Risse hier reinmachen sollen. Meine gut, sie ist... Ne? Aber das hätte genauso gut hier ein Riss, da ein Riss und bla bla bla. So. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Und wir sind in der geheimen Festung. Fenster. Anfassen. Fenster sofort anfassen. Genau. Dickes Glas. Schön. Der Tisch. Möbel schleppen? Nein. Du sollst sie angucken, nicht schleppen. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. Hier sieht schon wieder so aus wie ein Bodensafe. Okay. Sechs Zahlen. Ja, ist ja gut. Okay, wir müssen 6 Zahlen finden. Komm nicht dran. Gehen wir hier weiter. Abgeschlossen. Na, war ja klar. Oh. Sieht aus, als hätte die Versammlung begonnen. War nicht nur ein inspirierender Arbeitgeber, sondern auch ein großartiger Freund. Sein Verlust trifft uns alle schwer. Malcolm und ich sprachen oft über die Zukunft.
Wir sprachen über den Tag, an dem Corley Motors jenseits seiner bescheidenen Anfänge den Schritt in ein neues Zeitalter der Fahrzeugtechnik machen würde. Und obwohl ihn sein tragischer Tod schneller von uns nahm, als irgendjemand erwarten konnte, Malcolm Corleys Traum bleibt lebendig. Und in seinem Gedenken werde ich diesen Traum weiterführen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen die Zukunft Corley Motors zu präsentieren. Den Corley Kleinbus. Corley hatte recht. Allerdings hatte ich niemals davon geträumt, es würde tatsächlich zu Kleinbussen kommen. Hey, wer sind Sie? Oh, Scheiße. Wie lange bist du schon hier? Eine ganze Weile. Oh, Sicherheitsdienst. Nein. Hilfe. Sicherheitsdienst. Oh, Scheiße. Warum hast du so lange gebraucht? Er ist da, den Gang runter. Beweg dich. Mavis sieht schon Gespenster. Okay. Können wir da jetzt nochmal hin? Mal die andere Tür nochmal versuchen. Verschlossen. Verschlossen, na ja klar. Können wir da jetzt nochmal rein? Mann, dieser Ripburger kann schwafeln. Wie kommt der auf den ganzen Müll? Ah! Hilfe! Sicherheitsdienst! Okay. Es war derselbe Kerl, der Große. Aber dieses Mal fängst du ihn bitte, ja? So langsam wird das langweilig. Wir müssen... Hä, Mavis? Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Also, es war noch von vorher, alles klar. Ja, nun, also... Können wir der vielleicht die Fotos da zeigen? Wir haben die doch, ne? Moment. Ja. So, da rein. Seht euch dieses Doppelkinn an. Fotos. Was für ein steifes Hemd. Okay, ne, können Hilfe! Wir gar nicht. Sicherheit. Können wir der vielleicht ein Häschen vor die Füße werfen? Warum erwischst du diesen Kerl nicht? Zu viele Donuts gefressen, was? Die Frau braucht eine Portion Schlaf.